Jo Freunde und herzlich willkommen zur 38. Folge von Fußballmanager 13 mit dem 1. FC Magdeburg. Es sind nur noch 5 Spiele und die werden wir so gut wie es geht, so schnell wie möglich abhaken, um in die neue Saison dann zu gehen und dann hoffentlich aufzusteigen. Und deswegen habe ich alles ja schon eingestellt. Gehen wir rein in den Spieltag gegen BFC Dynamo. Und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Also, schauen wir mal. Vielleicht geht's ja doch noch irgendwie Erster zu werden. Das denke ich aber nicht. Gleich mal hier die gelbe Karte für Christoph Köhne. Da haben wir eine hundertprozentige Chance. Freistoß von Lars Fuchs. Wahnsinnsreflex von Flauder. Schade. Nach einem Freistoß köpft Bankert aus kürzester Distanz gegen die Laufrichtung des Torhüters. Mit einer unglaublichen Fußabwehr wehrt der Berliner den Ball aber ab und ein Verteidiger kann klären. Also da muss ja Weltfußballer werden. Ecke von Lars Fuchs, aber die ist zu kurz und für die Abwehr kein Problem. Gleich hinterher die nächste Ecke, der Ball wird rausgeköpft, kommt aber wieder zurück und Reinhardt trifft den Pfosten, aber der geht danach ins Tor aus. Abstoß. Ecke von Jörg Wemmer. Zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten. Tischer breit gegen den Pfosten. Der Ball wird aber von Reinhardt geklärt. Na, war wichtig, sonst wäre es wahrscheinlich das 1-0 für Dynamo gewesen. Das wäre natürlich alles andere als schön gewesen für uns. Und ja. Eine vermeintliche Abseitsstellung von Vitaretti wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Ein verunglückter Kopfballwehr landet bei Pulido, aber er trifft nur Jovanovic. Ach man, deswegen hat er auch eine 5. Wahrscheinlich. Pulido schießt hart von linken Strafraumeck aufs Tor, aber Flauder reißt die Fäuste auf und rettet zur Ecke. Die kommt jetzt von Lars Fuchs. Aber Pulido zieht über das Tor von halb links, also schießt über das Tor. Fribourg-Zeisser verliert den Ball im Mittelfeld. Ja, 1-0 für Dynamo durch einen Fehler von Fribourg-Zeisser. Ronald Wolf, der sofort mit einem Steilpass auf Preis einsetzt, dessen Flanke köpft der Freie. Ndiaye unhaltbar für Tischer aus kurzer Distanz ein. So war das. Eine weit gezogene Siefkes Flanke legt Vitaretti gefühlvoll ab auf Jovanovic, der den Ball mit vollem Risiko nimmt. Den Wollschuss aus 19 Metern kann Flauder aber entschärfen. Ecke wieder von Lars Fuchs. Pulido erwischt das Leder nach der Ecke mit dem Kopf. Das Spielgerät fliegt knapp über das Tordreieck hinweg. Ganz ehrlich, ist so warm. Und dann noch mit Headset. Ist echt nicht so geil. Aber man muss es machen. Wir hatten ja schon mal einen Kanal und da ging sowas nicht. Was heißt wir? Ich bin ja der hier, wo gerade zurzeit und alles macht. Aber das ist ein anderes Thema. Das könnten wir mal bei Minecraft-Themen ansprechen. Aber da müsste ich dann auch alleine sein.
Mal schauen. Wieder gute Chance für Dynamo. Aber der kann, aber der Kopfball von Ndiaye geht drüber. Bankert legt zentral vor dem Strafraum auf Vidretti. Und da ist das 1 zu 1. Yes, 1 zu 1. Viertes Tor von Vidretti. Der zieht direkt ab und Salbach fällt schon bei unglücklich ab, sodass Flauder nur das Nachsehen bleibt. Butzen kann ungestört flanken. Bam! Zwar in einer Minute drehen wir das 1 zu 0 zu einem 2 zu 1 für uns um. Richtig geil. Lars Fuchs mit seinem ersten Saisontor. Butzen kann ungestört flanken. Lars Fuchs am Fünfer ebenso ungestört köpfen. Keine Chance für Flauder. Es steht 2 zu 1. Richtig, richtig geil. Gute Aktion von Polido, der sich im Strafraum durchsetzt und aus 15 Metern schießt. Flauder packt jedoch sicher zu. Freistoß von Lars Fuchs. Nur ein guter Meter hat hier gefehlt. Spoiler. Der Freistoß von Lars Fuchs ist schön geschossen und zischt am linken Pfosten vorbei. Da hätte wahrscheinlich Flauder keine Chance gehabt. Schätze ich mal. Und ich sage mal Konzentration. Chance für Dynamo. Ndiaye ist nach einer Finte von Jörg Werner am Ball tanzt. Rieberzeus aus und schießt aufs linke Eck. Tischer taucht ab und lenkt das Laser um den Pfosten. Ecke von links Jörg Wemmer. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und Bankert kann klären. So schnell kann man das sagen. Nochmal die Ecke. Ndiaye will am kurzen Pfosten den Ball verlängern. Ab. Fribourg ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke klären. Nochmal die Ecke, also in zwar einer Minute drei Ecken. Tolles Luftduell zwischen Ndiaye und Bankert. Aber Bankert kann sich wieder durchsetzen. Und jetzt wechseln wir mal ein bisschen aus Fribourg. Da kommt so Isno und den stellen wir mal auf ZM. So. Blum für Lars Fuchs. Und Lange kommt. Und dann stellen wir Lange auf links. Also drei Wechsel in der 77. Minute. Freistoß von Lange von der linken Seite, aber er verzieht völlig und es gibt nur Abstoß. Jetzt kommt Christopher Karl Kutschke. Der hat uns, glaube ich, im Hinspiel ein Tor eingeschenkt. Jovanovic zieht aus 15 Metern halbrechter Position einfach mal ab. Der Ball segelt einen Meter über die Latte. Weiter Einwurf von Nils Butzen. Flauder kommt heraus und fängt den Ball ab. Polido nochmal mit einer Doppelchance, aber die Hintermannschaft von Dynamo kann am Ende mit vereinten Kräften klären.
Ja, jetzt ganz ruhig. Nochmal die letzten 3 Minuten. Und das Spiel ist zu Ende. Wir drehen innerhalb von einer Minute das Spiel gegen Dynamo und gewinnen noch mit 2 zu 1. Richtig, richtig geil. Lars Fuchs wieder im Aufwind. Wieder mit einer 2,0 heute. Auch Jovanovic wieder mit einer 2,5. Genauso wie Tischer und Nils Butzen. Ansprache haben auch voll funktioniert. Spiel des Spiels ist Lars Fuchs. Wetter wechselhaft auf 13 Grad. 61% Ballbesitz, 15 zu 3 Chancen. Also der Sieg war auf jeden Fall gerecht. Und jetzt geht vielleicht noch was. Nur noch 9 Punkte Rückstand. Nur noch. Wir gewinnen mit Magdeburg 2 zu 1 gegen Dynamo. Meusewitz verliert ganz knapp gegen Auerbach mit 4 zu 3. Wie war denn der Spielverlauf? 1-0 Auerbach, 1-1, 2-1 Auerbach, 3-1 Auerbach, 3-2 Meusewitz, 4-2 Auerbach und dann noch 3 zu 4 Meusewitz. Schade. Wacker Nordhausen spielt 1 zu 1 gegen Union Berlins, zweite Mannschaft. Zwickau 1 zu 1 gegen Babelsberg. Hertha 2 1 zu, verliert 1 zu 0 gegen Berlin. Neustrelitz 0 zu 0 gegen Berlin AK. Budissa Bautzen verliert knapp mit 3 zu 2 gegen Jena. Halberstadt gewinnt 2 zu 1 gegen Plauen. Und das war's. Wieder keine Platzverschiebungen, außer dass Zwickau und Meuselwitz die Plätze tauschen und wir und Neustrelitz. Das heißt, wir sind jetzt auf Platz 3. Ist ja gar nicht so schlecht. Die Stimmen. Insgesamt war das eine hervorragende Auswärtsleistung, auf die sich aufbauen lässt. Die Mannschaft hat nahtlos an die gute Leistung aus dem letzten Spiel angeknüpft. Spieltagsstatistik. Fuchs wieder in der Mannschaft. Teamleistung. Ja, fünfter Platz in der Saison. Die besten Spieler. Jovanovic weiterhin vorne. Und Fairplay. Sind wir immer Vorletzter. Und das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern. Jetzt kommt wieder die Nationalmannschaft anscheinend. Ach ja, kann ja auch nichts Besseres sein. Noch ein paar Vertragsverlängerungen von Inter Mailand und Athen. Ja, gegen Russland geht's in der Qualifikation, glaube ich. Und das ist ein Testspiel, ich weiß auch nicht. Ja, es muss eigentlich Qualifikation sein. So ist es auch. Interessiert uns ja nicht, das ist ja nur hier zum Geld machen. Mannschaft der Woche wieder, Lars Fuchs. So, jetzt sagen wir hier mal, vertragt euch wieder. Aber es bringt ja nichts. Wir haben spielfrei jetzt ein bisschen, das nehmen wir alles noch in die Folge mit rein. Ich glaube, wir werden den Streit nie mehr lösen können. Außer es wechselt einer. So. Noch wieder hier sprechen. Schon ein Unterschied, wenn du da unten spielst mit 5 Gesprächen und dann hier oben Spieler mit 20 Gesprächen hast. Aber okay. Dann geht's halt zu Armenien. Da ist irgendwas in der ersten Mannschaft. Aber ist ja mir auch egal. Da gehen wir einfach in das Qualifikationsspiel rein. Textmodus.
Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Ist ja alles gut, so wie es ist. Da. Ach ja, ist ja alles egal. So. So, wir verlieren 5:0 gegen Russland mit Armenien. Sind damit Vorletzte in der Gruppe, juckt ja uns nicht. Das war praktisch nur unsere Trikots am Feld. Das Team steckte nicht drinne. Naja. Aber hier geht's wieder nach oben bei Magdeburg auf die 20 von 20. Der Jugendspiel, der ist geil. Auf jeden Fall, ganz klar. So, und dann geht's einfach weiter. Ich will einfach bis zum Wacker Nordhausen Spiel kommen. So, Trainingsplätze sind ausgebaut. Da haben wir kein Geld mehr dazu, um hier noch irgendwas zu bauen. So, Trainingsziel kriegt er noch. Ballkontrolle, Flanken, kurzer Pass, Zweikampf, Grätsche. Dann noch ein Mentor. Nein. So, Hammern. Und dann passt das. Schweinsteiger hat bei Bayern verlängert, denn echt ist er ja jetzt zu Manchester United gegangen. Sonst nicht wirklich viel. Ich musste auch mal an meiner Datenbank weitermachen. Da bin ich ja drinne. Wir wollen ja eine neue Datenbank machen für die Saison 15-16. Da müsste ich auch mal weitermachen. Aber es ist einfach so warm, da hast du keinen Bock weiterzumachen. Immobile wird Fußball des Monats bei Dortmund. Und dann geht's gegen Nordhausen. Das Hinspiel haben wir 2-1 gewonnen. Deswegen ist auch das Topspiel hier. Zweites Topspiel Berliner K gegen Halberstadt. Und Union Berlin 2 gegen Neustrelitz. So, ja. Trainingsziel erreicht. Der ist verunsichert, das juckt mich auch nicht. Neues Sponsorenangebot haben wir auch noch von Obi. Ach komm, und das schreib einfach. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld. So, und jetzt sprechen wir wieder. Die sollen einfach wieder nur ihren Streit beseitigen. Das ist einfach wichtig. So, und jetzt haben wir wieder mit eingesprochen, zweite Mannschaft juckt hier niemand, Jugend, da haben wir ja jetzt einen guten, zumindest ist das ein Talent. So, die sind auch wieder ausgeruht, außer Hammern, aber der wird jetzt die letzte Spiele auch noch durchstehen.
So, Handke kommt auf die Bank. Fuchs lasse ich weiterhin drin, er spielt gut zurzeit. Genauso wie den Sturm, es bleibt alles so. Siegprämien, ja, nicht wichtiges Spiel, sondern. Was machen wir mal? 600. So, Frieberzeuse geht auf Elzein oder Elzein. Nicht Sonderbewachung, genauso. Samma, Redding, Siefkes ist ja der Bruder und der Cousin. Naja. Schlagbar. Politisch spielt gegen seinen ehemaligen Verein. Sollte alles machbar sein. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Let's Play Fußmanager 13 mit dem ersten FC Magdeburg.